Die Leute werden ärmer und das ist das Ergebnis der falschen Politik dieser Bundesregierung und der EU-Kommission. Die Teuerungsrate war fürchterlich hoch und die Gehälter sind nicht ausreichend mitgestiegen. Im Ergebnis dann natürlich Gehaltsverluste, Bruttoverlust von 0,3%. 2022 waren es noch 4,4%. Und das Statistische Bundesamt hat ähnliche Zahlen. Um 5,9% ist zwar die Teuerung gestiegen von 2022 auf 2023, aber nur um 5,2% die Gehälter im Schnitt. Und das bedeutet natürlich, dass es auch Leute gibt, deren Gehälter gar nicht gestiegen sind und andere, deren Gehälter überproportional gestiegen sind. Kommt drauf an, wie gut man verhandelt hat oder ob man in einer Gewerkschaft ist, die sehr, sehr hohe Tarifabschlüsse durchgesetzt hat. Faktum ist, die meisten Leute in Deutschland sind viel ärmer geworden in den letzten beiden Jahren und die zentrale Kritikfrage ist hier in der Europäischen Union und in der Bundesregierung. Die beiden haben eine Politik betrieben der Teuerung ohne Rücksichtnahme auf den Bürger. Ob es die verkorkste Energiewende ist oder die Sanktionen gegen Russland, unter anderem auch das Gas, das unsere Häuser beheizt, oder seit langer Zeit die EU-Euro-Politik der Gelddruckerei, das alles hat die Inflation beflügelt. Wir dürfen uns nicht wundern, dass alles teurer wird, wenn zur Euro-Einführung gerade mal 5,5 Billionen Euro Geldmenge existierten und heute sind es 16. Da ist jede Menge Kohle gedruckt worden, ohne dass ein Gegenwert dahinter stünde und das bekommen die Leute jetzt zu spüren. Wir als AfD haben das von Anfang an prophezeit, haben davor von Anfang an gewarnt und haben vor dieser Spirale aus Inflation, Verarmung und letztendlich Wirtschaftsrezession gewarnt. Gehört wurden wir nicht, nur verschrien. Jetzt merken es die Leute leider bitter am Geldbeutel. Wir hätten diese Situation gerne verhindert. Wir werden sie auch in Zukunft drehen. Voraussetzung ist, dass diese Bundesregierung der Vergangenheit angehört. Und dahin arbeiten wir.